Hey Leute, willkommen zurück zu Vernon's Legacy. Oh Gott, die Maus ist schon wieder super schnell. Ja, wir machen weiter im verlassenen Anwesen unseres Onkels, der auf mysteriöse Weise verstarb und keiner so weiß warum. Aber es ist laut. Lautes Gewitter hier. Das ist okay. 26.07.1914. Robert ist vorgestern abgereist. Seitdem ist es wieder etwas ruhiger im Haus und Madeleine kann erstmal durchatmen. Der Junge hat meine Köchin ganz schön auf Trab gehalten. Die Gute macht sich einfach zu viele Sorgen um Robert. Wenn er mal 5 Minuten nicht auffindbar ist, vermutet sie gleich das Schlimmste. In einem Punkt hat sie allerdings recht. Ich muss den Eingang zum Tunnel im Garten zumauern lassen. Der Tunnel führt in die alten Gewölbe unter dem Anwesen und hat eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf einen Jungen seines Alters. Wenn er sich dort unten umhertreibt, könnte wirklich mal etwas passieren. 2.8.1914. Die Zeitungen rufen zur allgemeinen Mobilwachung auf. Seit gestern befindet sich Deutschland im Krieg mit Russland. Niemand hätte das vor einem Monat noch für möglich gehalten. Ich hoffe, dass der Konflikt bald beigelegt wird. Naja. Krieg ist scheiße. Und Krieg ist natürlich immer gleich. Das wisst ihr. So. Erstmal den Schlüssel. Der geht nicht. Habe ich vielleicht das Brecheisen, was da funktionieren könnte? Ding. Ja, es geht auch nicht. Wahrscheinlich eine Tür unten kann ich jetzt öffnen. Kommt mir ja gleich so ein bisschen vor wie Pineview Drive hier, ne? Einfach mal Schlüssel, Tür, Schlüssel, Tür. So. Testen wir erstmal das hier. Ne, das geht nicht. Den Schlüssel? Oh. Einfach gut. Einfach perfekt. Schon wieder so eine Wix-Vorlage hier. Hm. Na toll, jetzt kann ich aufs Heisel. Ja, mei, da kann ich auch noch absetzen, so ein Krapfer. Ein Krapfer absetzen. Nee, hier ist gar nichts. Warum? Warum kann ich jetzt die Tür aufschließen und da ist nichts? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist hier noch was? Kann ich mich da... Leute, das ist doch doof. Warum sollte jemand den Schlüssel fürs Badezimmer verstecken? Warum bleibe ich alle mit der Maus hängen? Das wisst ihr ja nicht, aber ich habe meinen Schreibtisch hier ganz provisorisch zusammengeschraubt. Da guckt oben so ein Stück Schraube raus. Die ist so lang etwa. Das ist. Meine Freundin macht sich schon Sorgen, dass ich mir irgendwann die Handgelenke dran aufschlitze. Auszusehen. Aber es ist nicht passiert innerhalb eines Jahres. Und das ist gut. Stell ich das mal vor. Tod durch Schraube am Schreibtisch. Durch schlechte Handwerkskenntnisse. Ja, es ist ja gar nichts zu finden. Das macht keinen Sinn. Warum sollte jemand eine Tür abschließen und dann nichts darin... Nö. Das macht keinen Sinn. Warum? Warum? Na. Ist mir das auch egal. Dingelingelingeling. Run, 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 run. Wofür kann ich jetzt das Brecheisen noch gebrauchen? Hier ging alles auf, oder? Ah, die ist auf. Irgendwo in die Dunkelheit stellen, das ist... Nee. Ich habe keine Angst vor der Dunkelheit, aber sie hat Angst vor mir und deswegen erspare ich ihr das. Was soll ich mal so denken? Okay. Brecheisen habe ich jetzt da. Kann ich das irgendwo benutzen? Irgendwo. Warte. Mit Anlauf? Nee. Wir haben dicke Menschen Sex mit Anlauf. Nein, das ist gemein. Nein, nein, nein. Die Theorie habe auch nicht ich aufgestellt. Ich habe das gerade nur kurz annektiert. Ja, jetzt habe ich hier ein Brecheisen und weiß nicht, wo ich damit hin soll. Hier habe ich ja alles. Die Kiste vielleicht? Warte mal. Nein. Das Gute ist ja, man macht das automatisch. Sobald man an einen Gegenstand ranläuft, setzt er an und... Wo hatte ich denn was ich nicht öffnen konnte? Da war doch irgendeine Tür, die hat sich ganz krank angehört. Ah! Seht ihr, die Dunkelheit hat Angst vor mir. Sie stöhnt schon in Agonie und Pein, wenn ich da nur ranlaufe mit dem Brecheisen. Ja, Brecheisen ist auch eine furchterregende Waffe. Kann ich hier nicht wieder raus? Guck mal, ich kann durch. Ich kann ein bisschen durchklippen. Na gut, ich verstehe es halt nicht. Vielleicht kann ich irgendwas im Badezimmer damit aufstemmen. Vielleicht den Tisch? Schauen wir mal. Er sagt aber nicht, dass das verschlossen ist. Von daher wird es mich wundern. Nein. Hier? Warum kann ich auch die Schränke hier nicht öffnen? Das ist auch so eine Sache. Warum geht das nicht?
Das Fenster. Ah! Das Brecheisen einfach mal raushängen lassen durch die Scheibe. Ist cool. Den Hammer? Warum liegt da ein Hammer rum? Hä? Okay, das war ein geheim Versteck. Ich schnall's nicht. Aber ich habe einen Schlüssel bekommen. Muss man sich jetzt wundern? Nein, das ist alles richtig so. Na gut, der Hammer war ein eindeutiger Hinweis. Das sehe ich ein. Ich hätte mir die Wand ansehen sollen. Das sehe ich jetzt auch. Nun gut. Nope. Ja, der ist bestimmt hierfür. Nee. Hä? Der Safe. Sagt ihr der Safe? Ihr müsst nicht euren Monitor anschreien, ja? Ich habe auch Gefühle. So, ja, es ist der Safe. Ist gut. Nee, nee. Soll ich jetzt ein Hakenkreuz machen oder was? Das schönste Hakenkreuz der Welt. Guck mal, habe ich gemalt. Das macht doch keinen Sinn. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Irgendwo habe ich was übersehen. Hm. Irgendwo, vielleicht im Badezimmer, weil da war ja sonst nichts, ne? Im Badezimmer war nichts außer... Hm. Spiegel ist nichts. Irgendwas konnte ich eben noch packen, oder? Ich habe da eben kurz eine Hand gesehen. Oder spinne ich? Ah! Was ist das denn? Eine Flasche mit einer seltsamen Flüssigkeit. Ohoho. Ach, guck mal da! Auf die Karte schütten. Und jetzt? Was erscheint? Was ist der? Ach so. East, South, Northwest. Jetzt ist ja einfach. East, South, Northwest. Habe ich ja fast schon gehabt, oder? Ja, eigentlich schon, weil guck mal, ich wollte ja in dem Uhrzeigersinn jetzt weitermachen hier. Das ist East, South, North, West. Tada! Und schon habe ich einen Schlüssel. Einfach, ne? Total einfach. Es kann jeder drauf kommen auf sowas. So, Schlüssel. Ist wahrscheinlich jetzt für die untere Tür oder für hier oben. Ne, habe aber jetzt Bad. Stimmt. Ach, ich werde alt, Kinder. So, hier, gucken wir mal. Ja, das passt. Und es geht weiter. Noch ein Schlüssel. Ein Buch. Der passt aber nicht hier. Die Tür geht schon so auf. Einfach gut. Hallo, Onkel Vernon. Wo ist dein Geist am Rumspuken hier irgendwo? Muss man erstmal drauf kommen, dass man diese Säure da benutzen musste, ne? Oh, guck mal hier. 4 West, 49 Nord. Das ist Mitte Europa. Mitteleuropa. Das ist Frankreich. Hier ist Deutschland, Niederlande, Frankreich. Nee, Belgien, Frankreich. Hm, Schweiz, Österreich. Nein! Türen gehen nicht einfach so zu. Verarsch mich bitte nicht. Das Bett kennen wir schon, das hatten wir schon mehrmals hier. Okay. Oh, ein neuer Text. 2.3.1916. Der Krieg hat Dunkenhof Manor erreicht. Seit mehr als einer Woche kämpfen Deutsche und Franzosen um Verdun. Das ist keine 30 Kilometer von meinem Anwesen entfernt. Die Straße nach Metz wird nun ausschließlich vom Militär benutzt. Ich vermeide Fahrten in die Stadt weitgehend. Das Leben in den Straßen ist ohnehin ausgestorben und die Läden sind leer. Madeleine hat seit über einem Jahr das Anwesen nicht mehr verlassen. 13.05.1916. Ich benutze die großen Räume im Erdgeschoss, abgesehen von der Bibliothek kaum noch. Die Mahlzeiten nehme ich jetzt zusammen mit Madeleine und Alois in der Küche ein. Wir reden nicht viel miteinander. Abgesehen davon, dass Haras heute seinen Knochen nicht in der Küche abgeholt hat, gibt es auch nichts zu berichten. Trotzdem spendet die gemeinsame Zeit in Küche etwas Wärme und Geborgenheit für uns alle.
15.15.1916. Die Kämpfe halten an. Es ist nur schwer vorstellbar, dass unweit von Dunkenhof täglich Menschen ihr Leben verlieren. Robert ist nun bald im kriegstauglichen Alter. Ich hoffe sehr, dass er sich dem Abschlachten entziehen kann. Seit seinem letzten Besuch sind nun bald 2 Jahre vergangen. Harras ist noch nicht wieder aufgetaucht. Alois macht sich ernsthaft Sorgen um den Verbleib seines geliebten Tiers. Armer Hund. Der Harras. Der Harald. Ich finde das kacke, dass die Türen einfach zugehen. Mach das bitte nicht. So. Noch ein weiterer Schlüssel. Ich sah so ein bisschen Pineview Drive, ne? Nur, dass ich nicht andauernd pennen muss. Als wären hinter mir Schritte. Manchmal. Ich find's furchtbar, sowas. Oh, der Schrank geht nicht auf. Auch der geht nicht auf. Der geht auch nicht auf. Na sowas. 11.09.1917. Ich habe heute gemeinsam mit Alois Mörtel für das Bauvorhaben im Garten besorgt. Ohne meine langjährige Verbindung zu Herrn Körner und den halben Schinken, den ich ihm über den Tresen geschoben habe, wären wir wohl mit leeren Händen wieder nach Hause gegangen. Die Situation wird immer schlimmer. Besonders Lebensmittel werden in der Stadt allmählich knapp. 14.09.1917. Hans und Werner sind spurlos verschwunden. Die letzten Tage haben sie am Tunneleingang gearbeitet, hatten ihn schon so gut wie zugemauert und waren froh darüber, etwas Nützliches tun zu können. Ich vermute, dass in der Nähe die Militärpolizei aufgetaucht ist. Seit einigen Wochen werden immer wieder Fahndungen nach Deserteuren angesetzt. Sicher haben Hans und Werner sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Madeleine sagt beim Abendessen, wahrscheinlich hat der Tunnel sie verschluckt. Wie schon der Hund. Oder den Hund. Ach, der ist auch weg. Oh, armer Hund. Armer Hund. Da ist nirgendwo was. Nur Bücher, die ich rumheben kann. Und wieder eine Nummernkombination, eine Zahlenkombination, die ich nicht kenne. Ach, das kenne ich doch. Das ist doch hier der Tanz der Hexen von... Ach, war das Van Gogh? Nee. Aber es ist ein berühmtes Gemälde, ein berühmtes Bild. Kein Gemälde. Ein berühmtes Bild von einem Maler, einem Künstler. Okay, genug gehämmert. Ah, guck mal, das ist ein Funkgerät. Wahrscheinlich, also ein Mikrofon. Ein altes Mikrofon. Wow, die Tür hört sich fies an. Echt fies. Upsala. Huch, das war keine Absicht. Guck mal, wie viele schöne Scherben das sind. Heieiei. Wie die glitzern. Ach, ist ja herrlich. Kann ich die jetzt auch umstoßen hier? Oh. Ich mache alle Vasen kaputt, weil ich kann. Och, die geht nicht kaputt. Hm. Das sieht furchtbar aus. Die alte, ne? Mann, irgendwas muss hier doch sein. Irgendwas in den Scherben vielleicht? Vielleicht muss ich ja alle Vasen kaputt machen. Und da ist irgendwo was drin. Ist da was? Hallo? Nein. Hm. Ich brauche die Kombination. Vielleicht irgendwas mit 1900 so und so. Warte mal. Schauen wir mal. 1900. So. 14, 15, 16... Nein. Das ist es nicht. Vielleicht 1800 irgendwas? Nope, das wird's auch nicht sein. Ich brauche wieder einen Hinweis. Habe ich noch einen Gegenstand? Nein. Verdammt. Oh. Dachte, das war das Buch. Na toll. Was macht das Buch? Okay, schmeiß es einfach mal irgendwo rein. Hm, wie ist die Kombination? Käferbuch, ja.
Käferbuch. Was steht da? Warte mal, es ist 17 Uhr. Nee, das ist schon 18:03 Uhr. Versuchen wir es mal. 18:03 Uhr. Nee, hatte ich ja schon. Das hatte ich ja schon. Es ist noch 17 Uhr. Nee, Quatsch. Es ist 12:29 Uhr. Vielleicht geht das ja. Schade. Das wäre jetzt meine einzige Idee gewesen, dass ich mich nach der Uhr richten muss. 12 Uhr 19. Warte mal, vielleicht 0 Uhr? Kann ja auch sein. Oder es ist vielleicht auch 1:30 Uhr, weil da ist ja unser Onkel gestorben. Nein. Auch nicht. So ein Kack. Gucke ich meine Journalen nach. Journals Unterste. Wo steht's? Nein. 1:30 Uhr, am 3.3.1920. 1:30 Uhr. Hoppala. Töng. Am 3.3. vielleicht? Ich weiß es einfach nicht. Irgendein Hinweis ist uns wohl entgangen. Es ist 0:28 Uhr oder... Nee. Das muss doch klacken. Ich weiß leider nicht, wie ich hier weiterkomme. Es ist voll unheimlich. Ist hier vielleicht... Nee, auf dem Boden werden nicht einfach mal so Zufallshinweise sein. Ich schätze mal, die Zahl ist irgendein Datum. Irgendwas muss hier sein. In den Vasen vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich mache mal alle Vasen kaputt. Vielleicht schafft mir das ja einen Weg. Wow. Ich bin so doof. Hier gibt es doch eine Tür, die ich nicht geöffnet habe. Wow. Billardkühl. Kann ich dir vielleicht... Och Mann, hör auf das. War die Tür. Hör auf, einfach die Türen zuzuwerfen, wollte ich sagen. Da ist noch ein Text. Gestern am späten Abend bemerkte ich zwei fremde. Achso, 17.08.1917 übrigens. Gestern am späten Abend bemerkte ich zwei fremde Männer in unserem Garten. Ich habe mir den alten Karabiner geschnappt und bin dann mit Alois hinausgegangen, um die Eindringlinge dingfest zu machen. Es waren zwei ausgehungerte Deutsche auf der Flucht vor dem Krieg, der Satyre. Würde die Militärpolizei die beiden bei mir im Haus finden, wären wir alle dran. Die beiden. Hoppala, die beiden deutschen Soldaten wären so. Soldaten sowieso, aber auch Madeleine, Alois und ich wären in Gefahr. Ich werde später entscheiden, was zu tun ist. 18.08.1917. Madeleine kümmert sich herzlich um die zwei Flüchtlinge. Sie gaben ihnen neue Kleidung und hat. Nee, sie gab ihnen neue Kleidung und hat sie im Ostflügel zwei Matratzen. Hat ihnen Matratzen hergerichtet. Am Abend hat sie eindringlich auf mich eingeredet, dass es meine Pflicht als anständiger Mensch sei, den beiden zu helfen. Sei den Behörden
sie bei den Behörden zu melden, wäre ja ihr sicheres Todesurteil. Meine französische Köchin hält ihre schützende Hand über die beiden deutschen Deserteure, während sich unsere Landsleute gar nicht weit von hier gegenseitig vergasen. Es sind seltsame Zeiten. Ja, was heißt seltsame Zeiten? Ich finde auch, man sollte... Naja, gut. Die sind bestimmt nicht freiwillig im Krieg, ne? 4.9.1917. Heute hat mich eine Postkarte von Robert erreicht. Oder Robert. Ich weiß nicht, ob ich glücklich darüber sein soll. Die Karte kam von der Ostfront. Nun hat der Krieg auch meinen Neffen eingeholt. Er befindet sich in seinem Regiment vor Riga. Die Winter dort können sehr kalt werden. Ich sehe noch als kleinen Jungen, wie er mir stolz auf der Karte das Dunkenhoff-Anwesen zeigte und die Stelle mit roter Kreide markierte. Ich habe heute seit langer Zeit wieder gebetet. Ach, die kommt... Ja, die Kombination ist wahrscheinlich die Markierung. 6.19.1917. Hans und Werner, so heißen unsere beiden neuen Mitbewohner, sind überaus dankbar und zeigen sich erkenntlich, wo sie nur können. Sie haben Madeleine ein wenig in der Küche geholfen und Alois beim Ausbau des Kaninchenstalls im Garten. Vielmehr gibt es im Augenblick auf Dunkenhof Männer nichts zu tun. Vielleicht können sie den Zugang zum Gewölbetunnel im Garten zumauern. Es liegen noch genug Backsteine in der Scheune, nur Mörtel muss besorgt werden. Für meine Forschungen in den unterirdischen Räumen und Gewölben würden mir dann nur noch der Zugang im Haus bleiben. Ja. Gut, Leute, das war's für den Part, würde ich sagen. Ich muss einiges rausschneiden, weil das ist langweilig, was ich da gemacht habe. Einfach rumklicken. Und ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zu Vernon's Legacy. Bis dann.